Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal, beziehungsweise zu einer weiteren Filmkritik. Und ja, wenn man die Szene im Hintergrund schon erkennt, dann weiß man, ich bespreche jetzt hier einen der besten Horrorfilme aller Zeiten, und da war ich auch gerade dabei, ein paar der besten Horrorfilme aller Zeiten nachzuholen, beziehungsweise mal wieder neu zu sichten. Denn ich hatte letztens, das hatte ich schon im Community Post gesagt, aber auch auf meiner Webseite, ein Double Feature zu Halloween genießen dürfen, auf großer Leinwand, wenn die goldene Trauer tragen und The Texas Chainsaw Massacre. Und deswegen hatte ich auch nochmal Lust, andere Horrorfilmklassiker nachzuholen. Ja, zu The Texas Chainsaw Massacre kommt auch nochmal was. Inzwischen habe ich auch nochmal The Thing von John Carpenter nachgeholt. Da kommt definitiv auch nochmal was. Aber heute schauen wir uns erstmal Voodoo, die Schreckensinsel der Zombies, an. Und das ist natürlich ein absoluter Klassiker. Wenn man an italienischen Genrefilm von früher denkt, ich glaube, da kommt einem ganz schnell dieser Film in den Sinn von Lucio Fulci, wohl einer der besten italienischen Genrefilmregisseure neben Mario Bava. Auch einer der bekanntesten und berüchtigsten natürlich, der zum Beispiel auch ein Zombie hing am Glockenseil oder die Geisterstadt der Zombies gemacht hat. Die habe ich hier, glaube ich, tatsächlich noch nicht gesprochen, aber die werde ich auch nochmal nachholen, nochmal neu sichten, und dann kommen auch mal neue Filmkritiken. Denn wenn man sich mit italienischen Horrorfilmen beschäftigt, dann dürfen die natürlich nicht fehlen. Und italienische Horrorfilme sind dann sowieso ein ganz eigenes Thema für sich und sind heute so beliebt wie früher, auch wenn das italienische Genre-Kino jetzt heute nicht mehr den Output hat, den es mal hatte, aber es ist eine ganz andere Geschichte. Einfach diese Filme aus Italien zu der Zeit, egal ob 50er, 60er oder 70er, die hatten einfach ihre ganz eigene Atmosphäre, ihren ganz eigenen Charme. Deswegen muss das in gewissen Abständen halt auch einfach mal sein. Ja, und hier kommt auch irgendwie alles zusammen, was den italienischen Genrefilm von früher überhaupt ausgemacht hat. Ja, man schwimmt auf einer Erfolgswelle mit, natürlich von George A. Romero, Dawn of the Dead, auch wenn angeblich, ja, das wurde zumindest ab und zu gesagt, ich kann es natürlich nicht bestätigen, angeblich soll das Drehbuch hierzu sogar früher fertig gewesen sein, also vor Dawn of the Dead, was ja ziemlich interessant wäre. Dann hätte man ja sogar fast sagen können, die Italiener hätten ausnahmsweise mal einen Trend selber gesetzt, aber wie gesagt, das kann man nicht sagen. Aber auch ansonsten kommt ja alles zusammen. Es ist selbstzweckhafte Gewalt, es ist Südsee, man hat einen absolut geilen Soundtrack und wie gesagt, es ist einfach Lucio Fulci und auch noch meiner Meinung nach zumindest sein bester Film. Auch zumindest der beste Film, den ich bisher gesehen habe. Oder zumindest der beste Film aus seiner Zombie-Reihe. Und dieser Film, ich habe es schon öfter gesagt, ich liebe einfach so Filme, die diesen Naturcharme haben, die diesen abgelegenen Charme haben, ja, sowas wie Texas Chainsaw Massacre, deswegen habe ich die auch so nah beieinander geguckt. Ich liebe einfach die Filme, die im Hinterland spielen, in der Provinz, in der dreckigen Natur, und ob das jetzt das texanische Hinterland ist oder eben einfach irgendeine dreckige Südseeinsel, die Atmosphäre ist hier so großartig. Das ist einfach, ich weiß einfach nicht, wo ich anfangen soll, denn alles bei diesem Film ist wirklich perfekt. Die Splatter-Effekte, und das muss man wirklich sagen, die Splatter-Effekte sind wirklich hart, die Atmosphäre ist großartig, der Soundtrack ist fantastisch, Lucio Fulci filmt das alles sehr, sehr gut und sehr annehmbar, sehr atmosphärisch, obwohl auch die Dreharbeiten nicht unbedingt perfekt waren. Gut, die Schauspieler, gut, bei italienischen Genrefilmen erwartet man natürlich jetzt keine oscarreifen Darstellungen, man hat hier noch Ian McCulloch dabei, der zum Beispiel auch bei Zombie Holocaust gespielt hat oder bei Contaminata mit den Aliens, also der kannte sich mit italienischen Splatterfilmen durchaus aus. Und hier kommt, wie gesagt, alles zusammen. Die Story ist jetzt nichts wirklich Besonderes, ja, das ist eher so Mittel zum Zweck. Entwickelt sich auch nicht wirklich großartig, man erhält jetzt keine großen Hintergrundinformationen, das interessant ist, aber dass es so eine Mischung ist aus modernem Romero-Zombie, ja, also Zombies, die erwachen und die Leute fressen, und so eine Mischung aus Voodoo-Zombie à la White Zombie mit Bela Lugosi von 1932. Also so ein bisschen das, die Voodoo-Thematik kommt auch noch rein, obwohl das nicht wirklich geklärt wird. Also es wird immer gesagt, ja, die Eingeborenen glauben an Voodoo und so weiter. Und es wird auch nicht genau erklärt, warum die Leute jetzt, also warum die Zombies auferstehen, warum laufen die lebenden Toten wieder rum. Das wird nicht wirklich aufgeklärt. Es wird auf der einen Seite von einem Virus ist die Rede, aber gleichzeitig eben auch noch von dieser Voodoo-Thematik, und das ist eine coole Mischung, die jetzt hier nicht wirklich aufgeklärt wird, wie gesagt. Aber trotzdem, es ist ein cooles Sujet auf dieser Insel, und die sieht auch wunderschön aus. Also Südsee und dann die Zombies, das sind ja eigentlich zwei Sachen, die paradox sind, aber eben weil man sie zusammenwirft, entsteht eine ganz eigenartige, morbide Atmosphäre eben. Und hinzu kommt auch der fabelhafte Soundtrack von Fabio Frizzi. Und da bin ich wirklich neidisch. Der war ja letztens in Nürnberg live. Ich hätte wirklich hinfahren sollen. Also wenn ich Zeit gehabt hätte, ich wäre extra dafür hingefahren. Ich liebe diesen Soundtrack. Das ist wirklich meiner Meinung nach
der beste Horrorfilm-Soundtrack aller Zeiten. Das ist wirklich Kunst und ich höre mir den auch oft an, auch gerne in Coverversionen. Und wenn diese Musik einsetzt und die Zombies sich dann langsam aus ihren modrigen Gräbern erheben und die Masken sehen auch cool aus, dann entsteht da so eine ganz eigenartige, morbide, schwüle, dreckige Atmosphäre. Ich kann so viele Adjektive auswählen, aber ich kann gar nicht, man kann gar nicht vermitteln, was die Bilder dann da für Gefühle auslösen. Also es ist natürlich brutal und so, und manche würden sagen, es ist Schund, aber es ist irgendwie als Horrorfan einfach schön, weil Fulci das auch alles sehr ästhetisch einzufangen weiß. Man sieht es ja im Hintergrund, wie die Zombies sich langsam erheben mit der langsamen Kameraführung, wie sie langsam nach oben kommen. Und dann auch noch diese extremen, oder ne, extrem würde ich es jetzt nicht nennen. Gut, für damalige Verhältnisse war das natürlich schon hart. Heutzutage mit Filmen wie Saw oder Hostel nicht. Aber das hier ist Splatter auf Niveau, könnte man sagen. Und es ist, ja, es hört sich komisch an, aber es ist Kunst, meiner Meinung nach. Es ist wirklich Kunst. Dieser Film ist Kunst und Leute sagen, oder früher wurde es ja auch gesagt, das ist schon, das ist brutal, selbstzweckhaft. Ja, das mag selbstzweckhaft sein, aber für mich ist das trotzdem Kunst. Da kann man mir erzählen, was man will. Diese Bilder von der Südsee, diese langsamen Montagen, wie die Zombies auferstehen, das ist einfach Kunst. Ich kann es nicht oft genug sagen. Mit Fabio Fritzis Musik, das ist wirklich, das sind ein paar der besten Horrorfilmszenen, die es jemals gab. Und sowieso, der Film ist insgesamt einfach denkwürdig. Es gibt keine Szene, die zu viel ist. Jede Filmszene hat ihre Daseinsberechtigung. Es gibt kein Filmmaterial. Der Film ist keine Sekunde auch nur annähernd langweilig. Es ist immer spannend. Es gibt immer genug zu sehen. Es ist auch eine perfekte Dramaturgie, denn es geht Schlag auf Schlag. Es fängt leichter an, halt direkt am Anfang mit einem Kopfschuss vom Doktor. Ja, dann diese herrenlose Segeljacht. Dann geht's zur Insel. Da geht's dann richtig los bis zu dieser fulminanten Belagerungsszene mit der brennenden Kirche und am Ende natürlich die legendären Szenen mit der Brooklyn Bridge. Und ich war ja auch da diesen Sommer tatsächlich in New York und da habe ich natürlich Ausschau gehalten, beziehungsweise wollte genau die Stelle wiederfinden, wo Lucio Fulci damals vor inzwischen über 30 Jahren seine Kamera aufgestellt hatte. Und auch die Splatter-Szenen, und das bei so einem Film natürlich auch wichtig, sind durchaus hart, hatte ich ja schon gesagt. Da wird einiges geboten, Kehlen werden aufgebissen, Köpfe werden zerschlagen und so weiter und so fort. Und natürlich auch noch die auch wieder eine legendäre Szene. Der gesamte Film ist legendär mit dem Holzsplitter. Das sind einfach Szenen, die bleiben einem im Kopf. Und deswegen Voodoo, die Schreckensinsel der Zombies, ist ein absolut verdienter Horrorfilmklassiker, den man gesehen haben muss. Einer der besten Zombie-Filme aller Zeiten. Für mich einer der besten Horrorfilme aller Zeiten. Und einfach von vorne bis hinten ein wahnsinnig großer Spaß. Ja, hier ist dann die Edition, das wunderschöne Marketing-Cover, was ich jetzt schon in zahlreichen, muss man ja wirklich sagen, in zahlreichen Overviews in der Filmsammlung oder Overview der Filmsammlung in zahlreichen Overview-Videos schon gesagt hatte. Die Edition hebe ich natürlich immer hervor, weil die erste ziemlich selten ist. Die ist recht teuer. Ich weiß auch gerade tatsächlich gar nicht, wie viel genau, 70 Euro vielleicht sogar schon. Die steht in der Vitrine, ne? Neben dem Mediabook von Großangriff der Zombies, weil es einfach wunderbar schön aussieht. Also es ist wirklich ganz, ganz großartig. Wie gesagt, ich kann dazu nichts, also das war wohl früher so irgendwie als Kassettenform sah das genauso aus. Das war natürlich vor meiner Zeit, aber das hat schon diesen Retro-VHS-Charme. Ne? Also ich kann mir schon vorstellen, was das für eine Magie früher hatte, wenn man das irgendwie in der Videothek oder im Kaufhaus oder sonst wo, ich weiß ja nicht, wo das alles zur Verfügung war, wenn man das da gesehen hat in dieser Form. Hat das schon seit Retro-Charme von heute mit diesen rot-gelben Streifen da drumherum und dann diesen Ausschnitt hier oben und dann das wunderbare, ich kann es nicht oft genug sagen, wunderbare Cover, das ist ja das deutsche Motiv, sieht großartig aus. Also mit diesen Zombies hier über Manhattan, ganz, 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 ganz fantastisch. Auch das Bein an diesem Mediabook ist alles wunderbar. Also richtig, richtig cool von XT Video aus 666 Stück limitiert. Und wenn ich das richtig sehe, haben sie es sogar diesmal geschafft, hier den Klappentext oder beziehungsweise den Text hinten, die Inhaltsangabe, richtig drauf zu schreiben. Ne? Da hatten wir ja, ich weiß gar nicht mehr bei welchem Mediabook, war das bei Großangriff der Zombies? Kann gut sein, dass es da ja vollkommener Murks war, was da hinten drauf geschrieben wurde, aber hier stimmt es jetzt wenigstens. Ich glaube, das Mediabook hatte ich ja sowieso schon einmal kritisiert, weil ich habe zu einem Film schon mal eine Kritik gemacht, das war schon Jahre her, wo ich auch sage, die Videos sind aus heutiger Sicht jetzt nicht wirklich gut, weil da zeige ich halt nur das Mediabook so und erzähle dazu.
Deswegen mache ich das jetzt einfach nochmal, weil ich den Film ja auch gesehen habe. Also erzählen wir nochmal über das Mediabook. Wir haben hier natürlich die Blu-ray. Wunderbar, ja, was soll man dazu sagen? Großartig, dann hier auch einen schönen Backprint mit dem dicken Zombie am Anfang von der Segeljacht, auch in Manhattan. Und dann ein Booklet von, jetzt habe ich wieder den Namen vergessen, habe ich mir keinen, Tenebrarum, wie hieß er denn nochmal? Jetzt habe ich den Namen vergessen mal wieder. Wo steht denn das überhaupt? Ja, ich habe es mit Namen irgendwie manchmal nicht so. Wie heißt er denn? Ah, Martin Beine, mein Gott. Er hat ja sogar ab und zu bei mir kommentiert. Ich glaube sogar, er hatte kommentiert beim ursprünglichen Video. Da bin ich mir jetzt gar nicht ganz sicher. Aber er hat auf jeden Fall ein paar Sachen. Vom Großangriff der Zombies hat er, glaube ich, auch motiviert. Und ich habe es auch gesagt, seine Booklets sind halt filmanalytisch angelegt. Ne? Also sind jetzt nicht angelegt, dass da irgendwelche Filmhintergründe runtergerattert werden. Weiß ich nicht. Budget und Drehzeit und so. Ja, das sind wirklich filmanalytische Booklets, wo es auch um die Kinoplakate geht. Und ich habe es auch in der Review zu Wolfgang der Zombies gesagt, ja, man muss davon kein Freund sein. Man kann vielleicht sagen, dass der filmanalytische Teil hier ein bisschen zu viel ist. Aber ich finde es trotzdem mal ganz interessant, auch solche Filme aus einer filmanalytischen Sicht zu sehen, was ja auch geht. Ne? Also Leute sind immer der Meinung, ja, das ist ja nur Schund und so. Nein, auch das kann man sicherlich filmanalytisch inszenatorisch analysieren und das wird hier halt gemacht. Na, man hat auch die Szenen, es geht natürlich auch so ein bisschen um Gewalt. Ne? Das ist bei Fulci ja natürlich um Metaphern und so, Symbolik. Und das ist eigentlich auch ein ganz interessantes Thema. Gerade hier die Szene mit dem Holzsplitter, ne? Die legendäre Szene. Jetzt darum, was denn das für eine Metaphorik haben könnte und so weiter. Und auch die ganzen Filmplakate. Ja, also auch sogar aus der Türkei und so. Also es ist schon interessant. Man kann natürlich, wie gesagt, sich darüber streiten, aber ich finde es trotzdem ganz cool. Es ist auf jeden Fall besser, als wenn man wirklich einfach nur solche Booklets hat von gewissen Leuten, die einfach nur gefühlt halt die Informationen zum 10.000 Mal runterrattert, die man halt schon kennt. Deswegen. Ja, Bonusmaterial haben wir unter anderem auch noch eine Fulci-Doku. Glaube ich, von jemandem, der ihn kannte, und dann so Erinnerungen an Fulci, da habe ich nur kurz reingeguckt. Da gibt es noch ein Musikvideo. Bild- und Tonqualität, ja, sehr, sehr gut. Ich habe auch auf Italienisch diesmal geguckt mit Untertiteln. Muss ja auch mal sein, also man hat verschiedene Sprachen. Hervorragend einfach. Ein richtig, richtig cooles Mediabook. Einer der Highlights meiner Sammlung und auch einer der Highlights der Horrorfilmgeschichte allgemein. Wirklich Voodoo, die Schreckensinsel der Zombies. Ein Horror-Meisterwerk.